Seit Jahren werden große Erfolge auf dem Gebiet der endovaskulären Chirurgie im arteriellen Gefäßbereich gefeiert. Minimalinvasive Verfahren treten zunehmend in den Fokus der Behandlungsstrategien. Der nun folgende Film zeigt am Beispiel der Behandlung einer Vena saphena parva Insuffizienz exemplarisch ein endovenöses Verfahren. Das Equipment umfasst hierbei eine hochmoderne Laserquelle mit 1470 Nanometer Laser sowie eine Rollerpumpe zur Applikation der Tumeszenzlösung, welches ein umfangreiches Narkoseverfahren weitestgehend unnötig macht. Gleichzeitig ist die Benutzung eines modernen Ultraschallgerätes zur Qualitätssicherung intraoperativ unerlässlich. Neben einer präoperativ subtilen duplexsonographischen Diagnostik gehört das Gerät unter sterilen Bedingungen im OP-Saal benutzt, um neben der Stammveneninsuffizienz, in diesem Fall der Vena saphena parva, auch gegebenenfalls weitere Perforanzinsuffizienzen zu diagnostizieren. Im ersten Schritt der Operation nun wird unter sterilen duplexsonographischen Kautelen die Vena saphena parva punktiert. Hierzu eignet sich ein leicht fußtief gelagerter OP-Tisch. Nach erfolgreicher Punktion wird ein Seldinger Draht unter Sicht vorgeführt und anschließend die Punktionsnadel entfernt. Erster Versuch, Herr Kommissar. Es erfolgt die Applikation eines Lokalanästhetikums, welches die schmerzfreie Einbringung einer 6-French-Schleuse garantiert. Hierzu bedarf es lediglich eines kleinen Hautschnittes zur vollständigen Einbringung des Seldinger-Systems. Jederzeit kann die erfolgreiche Positionierung der Nadel duplexsonographisch kontrolliert werden. Die Probespülung der Schleuse demonstriert den regelrechten Abfluss der instillierten Kochsalzlösung. Über die 6-French-Schleuse wird nun die radial abstrahlende Sonde des 1470 Nanometer Lasers eingebracht und vorsichtig unter Sicht des Pilotstrahls nach kranial geschoben. Ich mache jetzt immer so, dass die rechte Hand frei ist. Im Schema zeigt sich nun die nach kranial eingebrachte Schleuse bis knapp unterhalb der Krosse, entweder der Vena saphena parva oder Vena saphena magna. Der pulsierende Pilotstrahl hilft in diesem Fall der exakten Platzierung in der Krosse, zeigt aber auch die streng subkutan zu führende Lasersonde zu jedem Zeitpunkt an. Sieht das Ihre Tochter auch schön? Die sonografische Darstellung der Sonde zeigt sich an dem typischen Profil des schalldichten Echos der eindeutig identifizierbaren Sonde. Diese wird unter duplexsonografischer Sicht exakt unterhalb der Krosse-Einmündung, in diesem Fall der Vena saphena parva, platziert und duplexsonografisch durch quere Einstellung jederzeit sichtbar gemacht. Hierbei ist die exakte Platzierung der Sonde sowohl im Quer- als auch im Längsschnitt unabdingbar, um unter allen Umständen eine Fehlpositionierung der Sonde in die Tiefvene zu verhindern. Wichtig ist hierbei auch die exakte Längenausmessung der eingebrachten Sonde an der grünen Markierung, in diesem Fall der Schleuse. Wobei in diesem Beispiel die Lasersonde exakt 25 cm inkorporiert wurde. Nun wird die Tumeszenzlösung initiiert, welche ebenfalls streng duplexsonographisch kontrolliert werden sollte, um mit möglichst wenig Lösung direkt um das Laserkabel eingebracht maximalen Erfolg zu erzielen. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass die Lösung im Bereich der Faszienloge der Vena saphena parva um das Gefäß herum appliziert wird, was zum einen die anästhesiologische Wirkung erzielt, zum anderen aber auch einen entsprechenden Kühleffekt hervorrufen soll. Die Injektion kann dann alle 8 bis 12 cm wiederholt werden, um so den bestmöglichen anästhetischen Effekt zu erzielen. Nebenbei wird hierdurch eine Kompression der Vena saphena erzielt, welches ein zusätzlich verbessertes Outcome der applizierten Laserenergie bei komprimiertem Gefäß hervorrufen soll. Insbesondere im Bereich der Krosse sollte die Vene hierbei auch durch die Tumeszenz unterspritzt werden und somit einen größeren Abstand von Oberflächen zur Tiefvene generieren. Routinemäßig werden im Unterschenkel für die Vena saphena parva 8 Watt Leistungsabgabe empfohlen,
wobei dann auch wiederum duplexsonografisch kontrolliert, der eigentliche Lasereffekt direkt vor Ort kontrolliert wird und insofern auch individuell angepasst werden kann. Im Schema nun auch hier die Wirkung der radial abstrahlenden 1470-Nanometer-Sonde, welche dafür sorgt, dass ungezielt Energieabgabe nach vorne im Laser verhindert werden kann. Gelangt nun die schwarze Markierung an das Ende der Schleuse, so kann diese vorsichtig zurückgezogen werden und die Energieapplikation durch den Laser im Restgefäß ungehindert fortgeführt werden. Der Vorteil der Lasermethode besteht darin, die direkte Kontrolle der Energieabgabe an das Erfolgsorgan jederzeit online kontrollieren zu können, welches sich in einer Entwicklung von entsprechenden Bubbles, einer quasi Vaporisation des Gefäßes im Ultraschall nachweisen lässt. Streng ist in diesem Fall auf die Schutzkleidung, insbesondere das Tragen der Laserbrillen, zu achten. Online erfolgt die Kontrolle der Energieabgabe in Joule. Wie im Schema bereits gezeigt, wird die Sonde bis zur schwarzen Markierung an das grüne Ende der Schleuse retrahiert, welches ein Zurückziehen der Schleuse aus dem Gefäß dann die Lasersonde freigibt, um die letzten 15 cm bis wiederum zum Erreichen der zweiten schwarzen Markierung zulässt. Ist schon ausgestellt, dass hier wieder der Erfolg aussieht. Duplexsonografisch erfolgt dann die Erfolgskontrolle des gelaserten Areals und insbesondere die Kompressionssonografie der Tiefvene. Wurde die Laserenergie entsprechend hochdosiert abgegeben, zeigt sich in der Abschlusskontrolle ein komplett koaguliertes Gefäß ohne Restlumen. Der Hautverschluss kann dann lediglich mit Steristrips erfolgen. Nach Applikation von flüssigkeitsaufnehmenden Kompressen beendet das Anziehen eines Kompressionsstrumpfes den operativen Eingriff. Vom Prinzip her kann in gleicher Weise die Stammveneninsuffizienz der Vena Saphena Magna behandelt werden, welches insbesondere bei kräftigen Patienten und tiefliegender Vena Saphena Magna unter duplexsonografischer Kontrollapplikation wiederum der Schleuse, in diesem Fall einer Stammveneninsuffizienz Grad 3, möglich macht. Nach exakter Positionierung erfolgt die minutiöse Platzierung der Lasersonde in der Krosse und nach entsprechender Tumeszenzanästhesie das Freisetzen der Energie, wobei in der Vena Saphena Magna im Bereich des Oberschenkels mit 10 Watt, im Unterschenkel mit 8 Watt gearbeitet wird. Auch hier lässt sich duplexsonografisch der operative Erfolg jederzeit an einer kompletten Koagulation des Gefäßes nachweisen und erspart gerade zum Beispiel den adipösen Patienten einen doch unter Umständen mit Komplikationen versehenen Leisteneingriff. Im eigenen Krankengut konnten im Verlauf von 3,5 Jahren 350 Patienten erfolgreich therapiert werden. Die aufgeführten Ergebnisse sprechen hierbei eine eindeutige Sprache und zeigen neben dem hohen Patientenkomfort eine nur minimale perioperative Morbidität, welches sich insbesondere in der deutlichen Verkürzung der Rekonvaleszenz und postoperativen Schmerzen äußert. Insofern stellt die endovenöse Lasertherapie ein hochmodernes, minimalinvasives Verfahren dar, liefert hervorragende Ergebnisse und gewährleistet maximalen Patientenkomfort und ist heutzutage aus dem Portfolio eines modernen Gefäßchirurgen bzw. Phlebologen nicht mehr wegzudenken.